Alter Schwede, das ist echt 210. Ein kleiner Ballermann ist das schon hier, du. 220, haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 23. Geht echt schon wirklich gut nach vorne. Man wird ja älter, vielleicht liegt es daran. Ich denke ja keiner mit, dass so ein SUV so Power hat. Wollte der Golf vorne uns abhauen hier. Das kommt gar nicht in die Tüte hier. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal M4 Live und hinter mir, da seht ihr ihn, das ist der BMW X3 M40 und den schauen wir uns heute mal an. Also wie gesagt, ich liebe Grüße an Proke Automobile aus Hagen und Iserlohn. Liebe Grüße an Erik, der fährt den Wagen. Und ja, wir stellen uns heute den mal vor und ich gucke mal, wie er mir gefällt. Weil so ein ja, X3 eher gesagt, ich glaube, mir würde optisch ein X4 besser gefallen. Ja, ich bin mal gespannt, wie euch der Wagen gefällt. Ich wollte mal einfach mal so testen und M40 geht doch eigentlich immer. Weil wir hatten damals mal auf unserem Kanal den M40, boah, die F-Generation, glaube ich, war das. Und ja, ich will mal gucken, wie sich das jetzt verändert hat in Innenraum, Qualität und Optik. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen da oben da. Ein Abo würde ich mich super darüber freuen, dass wir den Kanal hier jetzt endlich die 25.000er Marke erreichen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zum Wagen, schreibt es einfach mal drunter. Ich verlinke auch das Inserat von Proke Automobile nochmal unten in der Videobeschreibung und auch in den Kommentarbereich. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, weil der Wagen ist eigentlich fast volle Hütte, so wie ich es gehört habe. Ja, und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Da ist der Wagen, Leute. Das ist jetzt der X3 M40. Die Farbe nennt sich Bitonic Blau. Und ja, jetzt scheint die Sonne zwar leider nicht so schön drauf, aber vielleicht kann man es so ein bisschen erahnen. Ich bin mal gespannt, wie euch so die Scheinwerfer gefallen. Vorne, das hat sich ja auch so ein bisschen geändert, wenn man jetzt die alten Modelle noch kennt. Und aber am meisten macht das so hinten. Die Scheinwerfer sind da schon ein Unterschied. So sieht's aus. Ich bin jetzt hier gerade in der Nähe, für, sag ich mal, Richtung Altena, hier so Sauerland. Und habe jetzt eine schöne Stelle nochmal gefunden. Ich glaube, da sind jetzt die Winterfelgen drauf, weil der hat eigentlich normalerweise also 21 Zoll Felgen. Das sind die 20er sind das nämlich jetzt hier, 20er Felgen. Die Farbe finde ich ganz schön, so ein bisschen ja, edel sieht das aus. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt kommen wir mal zum dem Heck. Und da ist ja diese große Endung, als ich das erste Mal gesehen habe, so ein Facelift. Ja, da siehst du so die Scheinwerfer hinten. Denkst du, oh, ist schon ein bisschen gewagt, ein bisschen was anderes. Aber irgendwie ist ja immer so, man gewöhnt sich an alles. Und ja, wir gehen mal ein bisschen näher ran hier so. Könnt ihr es auch noch mal sehen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Sagt ihr, nee, das alte Modell gefiel euch optisch besser? Oder sagt ihr, nee, das neue hat schon was, wenn wir jetzt so ein bisschen näher rangehen hier. So schauen. Und ich mache mal jetzt eben, ich habe noch innen drin Spotify im Lauf, ich mache das mal eben aus. Ralf ist live dran und der redet ja ganz schön laut. So, Kofferraumvolumen, ein bisschen mehr über 400 Liter, ich blende das nochmal genau ein. Und ja, ist okay. Hier unten gucken wir auch nochmal drunter, ob hier was ist jetzt hier. Ich habe da auch nochmal so ein kleines Staufach da unten drunter. Hier gibt es auch noch dieses Befestigungssystem mit den Schienen. Das finde ich auch ganz praktisch. Sitze kannst du natürlich umklappen. Hier ist natürlich auch kleine 12 Volt Anschluss, aber die Sitze musste manuell umklappen, glaube ich. Ja, und da ist nur noch mal, wenn man jetzt von hinten reinschaut und oben das schöne Panoramadach, das ist ja mega, das wisst ihr genau, das gefällt mir immer so gut. Und aber hier flache Ladekampe passt ja eigentlich ganz gut. Wie gesagt, hier oben habt ihr auch noch mal zack, so geht dazu. Dann würde ich sagen, setzen wir uns einfach mal kurz hinten rein, wie viel Platz da ist. Ich habe den Sitz jetzt auf mich eingestellt, 1,83, so sieht es jetzt hinten aus. Und was ich ganz schön finde, seht ihr hier die Kamera aufpreislichtig, die Carbonleisten. Und dann seht ihr auch hier die Ambientebeleuchtung hier in Blau jetzt eingestellt, hier dann passend zu den blauen Farben. Die blauen Sitze seht ihr jetzt auch noch mal hier. Und oben das schöne Dach eben halt. Oh. Das sieht echt immer mega aus. So, und so sieht es dann, wenn man jetzt hier durchguckt, so sieht es jetzt hier aus. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt einfach mal rein. Und dann gucken wir mal, wie viel Platz man hier hat. Also die Beine habe ich ein bisschen so Platz. Moment. So könnt ihr das sehen. Also vom Dach und so habt ihr eine Menge Platz. Also das kann mich hier locker sitzen. Das ist kein Problem. So, wenn ihr das so schaut. Und wenn ich jetzt hier sitze, ja, also
So 1,85, kommt drauf an, wie groß der Vorderfahrer ist. 1,90 kann man vielleicht noch sitzen, wenn vorne der Fahrer ein bisschen kleiner ist. Aber macht einen guten Eindruck. Das ist ja so der Nachteil am X4, den ich ja ein bisschen schöner, schnittiger finde, weil da habt ihr natürlich nicht so viel Platz hier oben. Hier unten könnt ihr das auch nochmal sehen. Habt ihr nochmal hier unten zweimal USB-C. Sitzheizung könnt ihr einstellen hier. Die Klima könnt ihr einstellen hier hinten. Und so ist der Blick nach vorne. Aber sieht ganz schön aus. Noch Quatsch, wir gehen jetzt mal nach vorne. Und dann geht es gleich ab auf die Autobahn. So sieht es jetzt vorne aus hier. Auch nochmal die Carbonleisten. Das finde ich sehr, sehr schön. Ihr habt auch nochmal so ein X hier. Harman Kardon Soundsystem habt ihr auch hier. Das könnt ihr auch nochmal sehen. Und ansonsten finde ich die Sitze auch sehr, sehr bequem. Seht das hier? Das sind die Sportsitze. Es gibt die sogar noch mit Sitzbelüftung. Ja, kann ja jeder selbst entscheiden, was ihm besser gefällt. Und hier ist es auch nochmal. Der hat jetzt gerade 5672 Kilometer gelaufen. Unten links ein halb voller Tank. 270 Kilometer Restreichweite. Und unten rechts 2,5 Grad. 13,6 Liter Durchschnittsverbrauch. Hier hatte ich natürlich jetzt Spotify, Reif ist live. Was natürlich immer noch schön finde hier, dass noch physische Tasten hier. Sitzheizung eben halt ganz normal, die machen wir schon mal an. Klima, diese Schnellwahltasten. Hier unten habt ihr auch noch ein bisschen BMW-Logo, seht das hier? Das finde ich auch ganz schön. Dann, das kennt ihr ja auch noch hier. Die ganze Bedienung. Dann machen wir hier auch noch mal zu. So sieht es aus, wenn es zu ist. Zwei Cupholder, Wireless Laden könnt ihr hier noch, USB-Anschluss. Und hier habt ihr auch nochmal die Carbonleisten, finde ich ja ganz schön, da auch. Und da seht ihr auch nochmal die Beleuchtung. Ja, ansonsten sehr schönes Gefühl zu sitzen. Ich wollte euch nochmal zeigen den Verbrauch eben halt, was wir hier insgesamt haben. Das finde ich auch ganz schön hier. Ich habe jetzt Android Auto drin, natürlich kabellos. Jetzt sind wir Iserlohn, hier seht ihr es auch nochmal. Und das klappt alles sehr, sehr schnell, wenn ich jetzt nochmal klicke hier, so, und wenn ich jetzt sage, hier, mach mal groß, und hier seht ihr, wie schnell das hier geht mit dem Bewegen, das ist schon ganz, ganz cool. BVB aus, DVB-Pokal, jetzt gucken wir einfach mal den Verbrauch an, und da habt ihr die Kacheln, die könnt ihr auch so ein bisschen switchen, und das ist 13,2 Kilometer bin ich jetzt gefahren, kannst du sehen, wie viel ich Sport gefahren bin, Eco, Komfort, das kann man alles sehen, das finde ich ganz schön gemacht. Jetzt machen wir mal Werte. Tanken, da haben wir jetzt 11,1 Liter Verbrauch, fand ich jetzt ganz gut. Und wenn wir jetzt mal schauen, ab Werk haben wir 11 Liter, ja. 11 Liter und 5672, ja, 10,5. Also ich glaube, man kann jetzt schon sparen, aber unter 10 wird glaube ich schwierig, ja. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt mal eine Runde auf der Autobahn, Beschleunigung, vielleicht kriege ich noch eine Messung hin, 100 bis 200. Da werde ich nochmal schauen und ja. Dann geht's gleich mal weiter. Außentemperatur 2,5 Grad. Gut, dass wir hier Lenkradheizung haben. Ich friere mir schon wieder ab hier. Wir können nochmal im Sound. Der Klang ist sehr angenehm. Es ist jetzt ja nicht zu brollig. Obwohl wir es ja manchmal gerne hören wollen mit dem Wagen. Ich kann ja nochmal im Stand Gas geben, weil hier ist nämlich gerade niemand. Hier ist Sport. Also kein Vergleich mal zu früher, das könnt ihr nicht mehr vergleichen, aber das ist ja als Serie Standard. Ich habe Sport individuell eingestellt. Also ein paar Flöps hört man, vielleicht hört ihr das auch. Also wie gesagt, der Wagen, das war, ich bin ja gerade Autobahn gefahren. Normalerweise habt ihr hier auch nur ein, was heißt nur, wenn du serienmäßig den M40 kaufst, dann hast du ein M-Sportfahrwerk drin. Und jetzt haben wir natürlich das adaptive Fahrwerk drin. Und von der Ausstattung her hatte ich euch ja gesagt, dass der richtig sehr gut ausgestattet ist. Normalerweise, der hat hier auch nicht adaptives LED-Licht, sondern Laserlicht hat er hier drin. Wie gesagt, das große Panoramadach hat er drin. Ich blende nochmal die ganze Auflistung von dieser Sonderausstattung nochmal rein. Und was ich gesehen habe im Konfigurator, dass wenn du den M40i bestellst, dann hast du natürlich auch schon dementsprechend einen höheren Preis. Aber da, dort ist dann noch mehr an Ausstattung drin als jetzt im normalen X4, X3. X4 wollte ich ja gerne fahren. Ja, hört es so ein bisschen. Ja, wir werden gleich gespannt. Mal Autobahn fahren.
Mal schauen, ob ich noch so eine Messung hinbekomme. Ihr könnt das nochmal sehen, das ist jetzt der Innenraum abends beleuchtet. Das ist vielleicht auch ganz interessant für euch. Wenn wir so mal nach hinten gucken, da habt ihr an den Seiten habt ihr da noch ein bisschen Beleuchtung. Und der Erik, der den fährt, liebe Grüße, gehen nochmal raus, der ist super begeistert von dem Wagen. Er meinte, hier kannst du gerne fahren. Und dann machen wir mal Gangschalthebel nach links. Dann habt ihr natürlich, dass die Automatik noch weiter ausdreht. So, der erste Eindruck ist wie immer sehr schön. Der ist ja auch wieder brandneu. Und ja, du merkst schon vom Fahrwerk her, auch mit dem adaptiven Fahrwerk, dass das hier die Sportversion ist. Ist jetzt nicht hart oder so, aber du kriegst schon ein bisschen Rückmeldung mit von der Fahrbahn. Das finde ich ganz gut, weil sonst könntest du es ja auch in einer normalen X3 kaufen. Totwinkelwarn habt ihr natürlich auch hier drin in dem Spiegel. Ja. Ui, wenn du selber schaltest, das Blöcken hier. Ja, ist natürlich die Sache, was davon noch künstlich ist und was richtig ist. Aber das haben wir schon oft genug durchgesprochen, das kann BMW auch nicht ändern, die gesetzlichen Vorgaben. Aber jetzt geht hier wieder WhatsApp bei Android Auto. Machen wir mal Stummschalten hier. Der Franz wird später beantwortet. Ja, Windgeräusch, wenn man 150. Natürlich ist das jetzt ist das so eine fahrende Schrankwand. CW-Wert müsste ich auch nochmal einblenden, wie viel der hier hat. Und dementsprechend ist das natürlich ein bisschen lauter. Aber es geht eigentlich, wenn ich jetzt 140 fahre. Man kann ganz normal noch reden, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier schreien müsste. Vom Gewicht müsste ich auch nochmal einblenden. Leergewicht wird bestimmt über 2 Tonnen liegen. Und wenn ich jetzt hier so mache, ja, das merkst du. Wir fahren jetzt einen Sport individual. Und wenn du so machst, ja, dann machst du schon ganz gut. Aber du merkst, dass du hier ein höheres Fahrzeug hast und jetzt nicht im M4 oder M3 sitzt. Das machen wir alles auf Komfort. Und dann merkst du natürlich schon, dass er das Fahrwerk ein bisschen weicher stellt. Lenkung weicher wird. Das kannst du alles einstellen. Das könnt ihr auch individual konfigurieren. Dämpfung kannst du ändern auf Sport oder Komfort. Lenkung kannst du ändern, Sport oder Komfort. Dann kannst du Motor kannst du noch ändern auf Sport plus Sport und Komfort. Und Getriebe kannst du auch noch ändern von Komfort, Sport und Sport plus. Ja, ich finde diese Spreizung ganz schön. Und wenn du so überlegst, das ist ja so ein größerer Wagen, was das größte ist, das ist kein X6 oder X5. Aber ich glaube, das ist jetzt auch für Familien, die ein bisschen mehr Platz brauchen und dann auch mal ein bisschen viel Sachen mit in Urlaub nehmen, das ist eine ganz gute Alternative, wenn ihr hier auf die Spreizung hast zwischen Alltag und ein bisschen sportlicher fahren. Das kriegt ihr ganz gut hin. Aber wenn du jetzt hier M3 oder M4 gewohnt bist, dann darfst du jetzt nicht erwarten, dass du hier einen größeren M3, M4 hast, der genauso agil und leichtgängig fährt. Ja. Aber das weiß ja, glaube ich, jeder, der sich so ein SUV holt. Lenkrad fühlt sich sehr schön an, aber das kennt ihr auch. Die alten Lenkräder in meinem M3 E92, die sind ein bisschen dicker aufgepolstert gewesen. Die neueren haben ja alle so ein bisschen dünner. Alter Schwede. So ein kleiner Ballermann ist das schon hier, du. Doch, also Spaß kannst du hiermit auf jeden Fall haben. So einen Durchschnittsverbrauch habe ich so gehört von den anderen Leuten, so um die 12. Bist du schon am 12, 13 Liter eben halt. Und ja, aber das ist ja, wie gesagt, der Benziner und den gibt es ja noch als Diesel. Und hier, da sind die auch sehr, sehr begeistert von dem geringen Verbrauch. Vielleicht kann ich den auch nochmal fahren, wenn ihr Bock drauf habt. Dann wäre so kompletter Gegensatz zu dem hier. Ging natürlich bergab. Das müssen wir nochmal korrigieren. Aber dann hätten wir da auch schon mal so eine Messung. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir doch erstmal nochmal weiter. Vielleicht mal einmal nur Verbrauch, wie ich so, wenn man Spaß hat, wo man dann liegt. Ah, 170 haben wir jetzt. Aufpassen hier, dass die Autos kommen. Aber du merkst schon, die Leute machen schon Platz hier. Jetzt haben wir 180, 190, 200.
es geht schon gut nach vorne. 170, 180, 190, 200, 210, 220. Ja. Also liegt das sehr gut. Also du musst keine Angst haben oder so, irgendwie, dass er unruhig wird. Das macht er ganz gut. Wie gesagt, so wie ich jetzt fahre, haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 23. Ja, er pendelt sich ein bisschen ein, weil wir jetzt wieder langsamer fahren. Aber ich fahre jetzt nur mal ein Stückchen nur Sport Plus. Und so wie ich dann einfach nur ein bisschen Spaß. Oh. So ein paar Burbles hat man noch hier. Ja, aber ich glaube schon, da rechnet keiner mit, weil der hat jetzt 360 PS. Die neueren Generationen haben immer ein paar PS mehr als die alten. Aber Gasannahme und so ist top, sehr, sehr schnell, wie man es kennt. Die Automatik schaltet super weich. Das ist mir auch sofort aufgefallen, vor allen Dingen im Komfort. Ganz geschmeidig, auch im Sport. Jetzt haben wir 180 drauf. Jetzt haben wir so ein bisschen Kurve. Bremsen sind auch gut. Wenn ich jetzt mal runterbremse von 180 auf 130. Ach, da kann es nicht sein. Das ist echt unerwartet. Und was ich ja immer so schön finde an diesen SUVs, auch wenn die kaum jemand leiden kann, dass es so schön hoch sitzt und du hast so einen guten Überblick. Und man wird ja älter, vielleicht liegt es daran, dass man so ein bisschen darauf steht. Aber ja, ich fand ja immer damals schon so richtig schön, so ein X6M. Ja, die waren ja damals total Spritfresser ohne Ende und versicherungsmäßig, da kannst du vergessen, weil das ist so ein mit der teuersten Autos, so ein X6, X5, die werden so gerne geklaut und deswegen ist die Einstufung sehr hoch. Ja, jetzt haben wir 190, Reden gilt auch noch alles, jetzt muss ich ein bisschen mehr runterbremsen. Also so wie wir jetzt fahren, immer nur Sport Plus und immer nur beschleunigen. Jetzt liegen wir bei 18 Liter, 18,3, 18,2. So, und dann machen wir gleich mal noch eine Runde, wo man nur ganz entspannt Komfort fährt. Mal gucken, wer sich da einpendelt. Jetzt müssen wir 120 fahren. Also wie gesagt, jetzt fahre ich mal ein bisschen langsam, weil jetzt ist begrenzte. Ich darf noch auf 120 fahren, gleich nur noch 100, deswegen mache ich dann Sport Plus mal raus. Also ich habe jetzt so 17 Liter, jetzt geht er ein bisschen runter, ich schätze mal 17, 18 Liter. Nee, immer so Ballast, wa? Da hast du immer zwischendurch Strecken, wo du nicht so schnell fahren kannst. Ich mache jetzt einfach mal alles auf Komfort und dann gucke ich mal, wo wir vom Verbrauch landen. Mache ich mal individual mal wieder zurücksetzen, das haben wir mal ganz normal, 100, sehr angenehm, sehr leise auch. Sag ich mal, wenn ich jetzt so bei 100 daher krieche so ein bisschen, haben wir jetzt Verbrauch von ja, 5,5 Liter. Das ist schon wieder ein Unterschied. Oder? Deswegen diese Spreizung vom Alltag und Sport und so, das ist ja echt schon ganz gut hier. Jetzt fahren wir natürlich ein bisschen länger, weil 5 Liter wird ja nicht bleiben hier. Auch nicht im Komfort, also ja, im Komfort fahren wir jetzt. Eco Pro haben wir auch noch. Aber jetzt fahre ich erstmal nur im Komfort eine Runde. Und ansonsten, Head-Up-Display ist mega. Aber ist kleiner als im i5, den ich ja letztens gefahren bin. Dann verlinke ich hier oben nochmal das Video. Und der i5 ist ja nochmal eine neue Generation, so vom Curve-Display und alles. Und das Head-Up-Display auch viel größer. So, hier seht ihr jetzt nochmal die Navigation im Tacho. Unten links seht ihr auch sofort in 352 Metern geht es auf 50 km/h Begrenzung. Und so sieht es dann aus im Head-Up-Display. Verbrauch von 9 Liter ungefähr. 9,3 habe ich jetzt hier bei 100. Also wie gesagt, man kann ihn unter 10 Liter fahren, aber ja, ich glaube Tempomat 120 kommst du dann auch noch so knapp an die 10 Liter. Blöd ist, jetzt geht es immer Berg hoch, Berg runter. Deswegen ist das nicht ganz so gleich der Verbrauch. Immer noch 100 fahre ich, jetzt geht es bergab, jetzt habe ich 8,5 Liter. Geht immer weiter runter auf 8 Liter gleich. Und ich schraube auch nochmal drunter den Wendekreis, weil ich bin jetzt hier so ein bisschen beim Einparken, Ausparken. Fand ich eigentlich, war ich überrascht, wie einfach der sich fährt und relativ, wenn ich schätze mal so 12 Meter wird er schon haben. Und ich glaube so 130 ist ganz gut, wenn man dann Verbrauch ermittelt. Ja, was mir jetzt auffällt, wir fahren jetzt 140. Ich finde, du kriegst schon die Windgeräusche ein bisschen mehr mit, so als ich gedacht hätte. Mir auf jeden Fall jetzt aufgefallen. Aber wie gesagt, du liegst eben, fährst so eine Schrankwand hier. Jetzt haben wir quasi 8 Minuten sind wir gefahren, 10 Kilometer und kommen so auf 9,7 Liter Verbrauch. Ja, knapp 10. Ich glaube, wenn du so 130 fährst, 120, 130, 10 Liter. Wenn du dann auch noch Stadt fährst, mit ein bisschen Autobahn, kommst du so auf 12, 13 Liter, schätze ich mal. Ja, wenn du Spaß haben willst, habt ihr ja gesehen, ja,
über 20 Liter ist kein Problem. Aber wie gesagt, ich blende das nochmal ein, wie so die Verbrauchswerte von den ganzen Leuten da draußen sind. Aber das Gute ist, hier oben habt ihr auch noch die Schnellwahl-Taste, Hauptmenü, Android Auto. Wenn ich da jetzt drauf gehe, ja, kannst du auch mal schnell hin und her switchen. Alter Schwede, das ist echt 210, 220 gleich. Also geht echt schon wirklich gut nach vorne für so einen großen Wagen hier. Auf jeden Fall eine Menge Laune. Und was ich ja ganz cool finde, dass er die, ja, die, sag ich mal, die Gangwechsel dann immer noch so mal so, so untermalt eben halt. Oder? Das ist ganz schön. Also wenn er immer so einen Ploppen kriegst, dann schaltest. Jetzt haben wir nochmal Power hier. Das meine ich. Jetzt mal gucken, wir kommen bis zur Kurve. Nicht, dass die wieder alle rausfahren hier. Das erlebt man ja so oft. Haben wir 160 drauf. Aber doch, also das ist auf keinen Fall zu langsam. Jetzt haben wir so ein bisschen Kurve hier. Rechnet ja keiner mit, dass so ein SUV so Power hat. Wollte der Golf vorne uns abhauen hier? Das kommt gar nicht in die Tüte hier. Das ist kein R. Hat er vielleicht 300 PS? Ah, der kommt nicht weg. Nee, 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 er versucht's. Aber er kommt nicht weg. Doch, also macht schon eine Menge Laune, der Wagen. Wenn man jetzt einfach Sport Plus mal drauf macht, liegt echt gut, wie gesagt, über 200 ganz locker, macht super viel Spaß. Doch. Ja, ist dann immer so, wenn ich die Autos ein bisschen länger habe, dann schmelzt man so ein bisschen mehr zusammen und dann merkt man schon so, wie es dann richtig läuft. Ja Leute, ist jetzt ein bisschen dunkel und schon ein bisschen kalt geworden, da hinten steht er. Ja, ich bin mal gespannt, wie euch der Wagen gefallen hat. Also ich kann jedem dem empfehlen, sag ich mal, jemand, der Platz braucht, jemand, der ein bisschen höher sitzen möchte, den Spagat zwischen Komfort und Sport schafft er ganz gut, finde ich. Wie gesagt, du kannst ja auch das adaptive Fahrwerk bestellen, dann kannst du es ein bisschen noch fein einstellen, sonst hättest du ja nur das M-Sportfahrwerk. Aber ansonsten, ja, bin ich mit dem Wagen zufrieden. Materialien sind sehr gut. Und Sportsitze sind sehr bequem, sehr viel Seitenhalt habt ihr dort. Ausstattung Android Auto, Panoramaschiebedach, Laserlicht hat er ja hier. Ich zeige euch das auch nochmal gleich vom Nahen. Ihr seht das auch nochmal, das Laserlicht. Ich weiß nicht, ob man das, wenn ich das ein bisschen ranzoome, da seht ihr die blauen Elemente. Das ist ja mal so das Anzeichen für Laserlicht. Ansonsten bin ich echt sofort zufrieden. Liebe Grüße gehen nochmal raus an Proka Automobile aus Iserlohn-Hagen. Ja, Erik, hast einen sehr schönen Wagen, muss ich dir sagen. Wir gehen jetzt nochmal nach hinten, dann kann man den nochmal von hinten sehen. Moment, oh, ist das windig, ey, ich friere meinen ab hier. Aber egal, ich mache das für euch hier. So, so sieht's aus von hinten. Ja, hat doch was, oder? Wenn wir den so anschauen. Ja, so sieht er aus. Machen wir einen Daumen oben. Vielleicht kann ich das Zündel mitnehmen, keine Ahnung. Boah, ist es kalt hier. Jetzt kommt das nächste Auto. Ja, das soll es gewesen sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, da oben, schreibt mal drunter in den Kommentarbereich, seid ihr so SUV-Fans oder sagt ihr lieber, wenn ein SUV, dann X4 oder lieber X6 oder X5. Ja, das soll es gewesen sein, Leute. Vielen Dank für ein Abo, für eure Unterstützung. Bis die Tage, haut rein. Ciao.